Hallo, Herr Ruhren. Hallo, ich bin jetzt hier meine Tochter. Mhm. Und ich weiß, sie sind ein bisschen so. Ja. Aber ich vertraue, passen Sie bitte auf. Ich werde auf jeden Fall natürlich okay. einen perfekten Unterricht mit ihr haben. Und sie wird auf jeden Fall was lernen und was mitnehmen, wenn sie sie dann abholen. Okay, dann sehen wir uns. Okay, ciao. Ciao. Wir sind heute hier, wir haben uns heute hier versammelt, ja, um heute Englisch zu lernen. Ihr Vater möchte, dass Sie Englisch lernen. Also einfach mal nachsagen, was ich sage. Ja? So. Und zwar, I'm a baby. I like toys. Was heißt das auf Deutsch? Also ich mache schon mal eine 6 für Sie. Ja? Nathalie, also geht es gar nicht. Sie müssten ja schon was sagen, wenn ich mit Ihnen rede. So. Übersetzen Sie für mich. I like toys, but I am a princess. And I fight sometimes boys. But I don't know what is wrong with you. That's why I just want to do something new. And if I like you, I am gonna be your boo. Das ist schon wieder mal das verdammte 6 für Sie, Nathalie. Ja? Auf jeden Fall muss ich Ihnen, ich werde Ihnen mal jetzt sagen, was jetzt Sache ist. Wir haben hier einen Unterricht und Sie sollen was lernen. Und ich kann nicht so weitermachen, wenn Sie einfach nichts sagen, Nathalie. Ja? Ja, okay, Nathalie. Dann würde ich mal sagen, wir beenden das. Das war ja mal die größte Scheiße hier, also wirklich. So, Nathalie, Sie kriegen aber trotzdem mal eine kleine Umarmung. So, Nathalie, das ist auf jeden Fall unser letzter Tag und unser erster. Ja? Denn so geht das nicht. So eine schlechte Schülerin habe ich noch nie gehabt. Ja, es tut mir leid. So, das war's mit Herr Ruhren und wie er Kinder was beibringt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.